Oh ja, da sind sie, all die Tracker Knives von Tops. Und wenn du wissen willst, ob dieses Messersystem was kann und welches von den Vieren das Beste ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Berlinskund. Schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns all die vier Modelle von Tops Knives, die Tracker Knives, genauer an. Also, ich habe die 1,5 Jahre im Test, habe sie bei Trainings mitgehabt, hier auf valdola.at, habe sie Teilnehmern bei den Überlebenstrainings mitgegeben. Und ja, also eines möchte ich gleich einmal dazu sagen. Das sind alle vier, sind robuste Teile. Also es gibt da nicht irgendwelche Probleme. Wir haben auch schon einige verkauft. Also das ist natürlich jetzt kein Messer, das so weggeht wie ein Mohrer. Aber wir haben schon einige verkauft, die hatten noch nie irgendwelche Probleme. Auch ich habe mit diesen vier keine Probleme. Also das ist ein robustes, stabiles Teil, nicht irgendein Klumpert. Und das Design und das Einsatzgebiet, das ist ziemlich gleich. Du hast hier oben eine Raspel, werden wir uns dann nachher auch noch anschauen. Du hast hier vorne einen Bereich zum Hacken. Du hast dann diesen kleinen Bereich hier, der ist zum Locken machen oder wenn man jetzt, damit es mal einfällt, an Pfeilschaft machen willst, ja, wobei man da meistens ohnehin Dinge nimmt, die schon eine gewisse Rundung haben, aber wenn man das händisch herstellen will, dann geht das auch recht gut. Dann gibt es eben diesen Klingenbereich hier, mit dem man schnitzen kann. Insgesamt bei dem T1, also bei dem ersten angeschliffenen Stahl drum, das so schwer ist wie drei andere Messer, das kannst du natürlich auch als Schaufel verwenden, also als Hammer verwenden. Manche sagen auch, sie verwenden es zum Schaufeln, zum Ausgraben. Ob das unbedingt sein muss, ich weiß nicht. Die Idee ist teilweise auch, das steht zumindest in den Beschreibungen, dass dieser kleine Klingentyp dafür jetzt gedacht ist, um zum Beispiel Wildtiere aufzubrechen, das heißt ihnen ja den Bauch aufzuschlitzen, klingt brutal, natürlich nachdem sie erlegt wurden, das ist klar, aber es ist ja von Tom Brown als One Tool das einzige Werkzeug, das du brauchst, um draußen in der Natur durchkommen zu können. Und das soll halt alles können. Und die Frage ist, ob es wirklich etwas gibt, was alles kann. Und eins möchte ich gleich vorweg schicken. Wie gesagt, wir schauen uns dann nachher gleich all die vier im Vergleich an. Es kann alles, ein bisschen aber nichts wirklich gescheit. Außer Locken machen, das ist super. Und das ist der Nachteil bei dem coolen Teil. Und cool aus dem Grund, weil du kaufst dir mit diesem Ding sozusagen das Gefühl aus dem Film Die Stunde des Jägers. Du kaufst dir ein Gefühl von der Tracker School von Tom Brown, von seiner Idee. Und wenn du Fan von ihm bist oder ihn als Lehrer hast oder ihn toll findest, dann ist es so eine Gefühlssache. Aber ich sage eins gleich dazu. Ich bin ja auch nicht auf der Nudelsuppe daher geschoben, wie man in Österreich sagt. Als One Tool nehme ich mir sicher was anderes, nicht das. Aber dazu später, und jetzt schauen wir uns die vier im Vergleich an. Also hier haben wir sie jetzt, das ist das T1, das wirklich schwere, große erste. Dann das T3, das, wenn du ein großes Messer haben willst, meiner Meinung nach die bessere Wahl ist und auch die sinnvollere Wahl ist im Vergleich zum T1. Also ich sehe das T3 als das Interessante. Dann gibt es so ein Medium-Teil, ja, und dann gibt es das Mini, und ich muss dazu sagen, wenn ich was mit habe, dann ist es meistens das Mini, komme ich auch dann gleich dazu. Vom Gewicht her, also das T1, das ist so schwer, das ist wirklich schwer, sauschwer, verdammt schwer. Und da stelle ich mir die Frage, auch wenn es eine coole Keidegscheide dazu gibt, ja, die ist bei allen dabei, mit zwei Clips hinten, damit man sich das aufs Kreuz hängen kann, das ist die Idee von diesem, einer Scout-Führung, also Tom Brown, wenn du das nicht kennst, der ja auch sehr viel in diesem Bereich des Scout herumarbeitet, und das ist ein Teil von dieser Philosophie. Da habe ich dieses Messer mit und sonst nichts, und das kann man hinten am Rücken dann tragen mit dem System, aber es ist sauschwer. Also das zieht es richtig runter. Also für mich ist das T1 nett, ist eh okay, und wenn du darauf stehst, bitte, aber wenn, dann würde ich mir das T3 nehmen. Das ist jetzt, wenn du es vergleichst, ja, von der Klinge her, etwas kürzer, auch etwas schlanker, aber deutlich leichter. Und während du da so das Gefühl hast, ich habe eine Brechstange in der Hand, ja, mit einem Griff.
ist das schlank, elegant, zumindest bei meiner Hand. Mit dem kann man auch wirklich vernünftig arbeiten. Das ist das, was ich, wenn du das als wirkliches One-Tool-Option verwenden willst, eigentlich das hier empfehle. Das T3 macht alles mit, braucht nicht den schweren Prügel. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, das ist meine Meinung. Dann gibt es eben diese Konstellation hier. Das ist so, ja, deutlich kleiner, auch deutlich leichter. Sieht man jetzt schön, auch der Griff ist viel kürzer, liegt besser in der Hand. Natürlich wahrscheinlich auch nicht 42A-konform, böse. Ja, aber ich glaube, den Tom Brown war das ziemlich wurscht. Ja. Aber soll so sein. Und das hier, das hat für mich so, ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Du kriegst nicht genug Wucht zusammen, damit es auch wirklich durchzieht, damit man beim Hacken schön arbeiten kann. Das Einzige, wo es wirklich auch schön zum Arbeiten ist, ist zum Beispiel zum Locken machen oder eben, wenn man einen Stab aus ein Stück Holz runde Bereiche ausarbeiten will, dann ist das okay, liegt schön in der Hand. Aber für mich ist dann eigentlich, wenn das ist mein Hauptnutzen, den ich da ziehe, ich zeige es dir dann auch in der Praxis, daher habe ich das hier. Das Kleinste, ich zeig's dir dann. Zum Spalten ist das ja Welt. Also das T1 zum Holzspalten, das ist ein Wahnsinn. Weil es einfach so dick ist, so breit ist, das arbeitet sich rein ins Holz. Das ist ein Spaß. Das hier, also das T3 auch, ja, ist auch gut. Ist auch wirklich nett. Also wie gesagt, wenn du auf One-Tool-Option bist, dann besorgt der T3 meiner Meinung nach. Das ist alles ein bisschen, aber nichts gescheit. Und das ist zum Spalten natürlich, ja, nicht gedacht. Aber schauen wir es uns einmal ein bisschen in der Praxis an. Ich werde jetzt auf einen Spalttest verzichten, weil das kannst man glauben oder nicht glauben, aber es ist so. Die Idee ist eigentlich jetzt zum Beispiel, dass ich das Messer so führe, was gegen alle Sicherheitsmaßnahmen spricht, die ich eigentlich immer propagiere und bei meinen Kursen niemals zum Körper hinarbeiten, aber ich mache es trotzdem jetzt. Ja. Du kannst hier jetzt zum Beispiel eine Kante, die eckig ist, schön rund machen. Also durch das, was ich da jetzt gemacht habe, ist das eine schöne Rundung. Und als netter Beigeschmack entstehen solche kleinen Fasern, solche kleinen Locken, die sich zum Anzünden mit einem Feuerstahl zum Beispiel, was man aber hier nicht so einfach bedienen kann, weil der Klingenrücken nicht scharf ist, das ist halt im Konzept von Tom Brown nicht vorgesehen, kann man die schön anzünden. Oder es ist ein gutes Zündmaterial, auch wenn ich mit Feuerbohrer arbeite und ich trockenes Holz brauche, ist das eine super Sache. Ich glaube, dass das aber eher ein Nebenprodukt ist, sondern ich glaube eher, dass es dazu gedacht ist, um diese Rundung hier hinzukriegen. Ja, ich hoffe, das kannst du schön sehen. Also es ist wirklich schön gemacht. Und das ist die Idee. Ne? Ich habe einen Vierkant und mache mir mit dieser Methode, runde ich mir das ab, du drehst es immer ein bisschen weiter und kannst es dann damit schön rund machen. Zum Beispiel für einen Pfeilschaft oder was auch immer. Ja? Was auch immer. Das ist cool, das taugt mir total, aber dafür brauche ich nicht so ein Riesenteil mitnehmen. Daher, und das ist halt mein Konzept, wie gesagt, habe ich dieses kleine leichte Teil dabei, weil da kann ich das auch tun. Da habe ich genau diesen Vorteil hier. Ja? Ich kann genau das hier tun. Ja? Ist genau dasselbe Konzept. Aber es ist leicht und kompakt und weil es jetzt um diese Säge, die es eigentlich keine Säge ist, sondern eine Raspel, ja, um jetzt hier zum Beispiel eine Struktur reinzukriegen, die ich zum Beispiel beim Fallenbau gerne verwende. Ja. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Ja. Ist für den Fallenbau gedacht und auch sehr praktisch. Hängt jetzt darauf an, welches Holz es ist und welcher Auslöser. Weil wenn die ganz glatt sind, dann ist es teilweise so, dass das nicht gut haftet. Also mein Empfinden ist eher, wenn das aufgraut ist, dann halten die Triggerstöcke besser. Aber nicht so gut, dass es wieder nicht auslöst. Das ist ja immer, dass man diesen Kipppunkt findet. Das ist ja immer der Schmäh dabei. Und das funktioniert gut damit. Aber eine wirkliche zum Sägen, also das glaube ich nicht, dass Tom Brown sich das dabei gedacht hat, weil das glaube ich einfach nicht. Ja? Was man auch tun kann, ist zum Beispiel, dass man beim Feuerbohren damit reinsägt und die Kerbe macht. Das geht auch sehr, sehr gut damit, wobei man das auch rausklopfen könnte oder rausschnitzen könnte oder an einen Stein klopft oder sowas. Also da gibt es viele andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist, aber ja,
Ist diese Säge hier ein Problem? Nein. Oder diese Raspel? Nein, sie ist kein Problem. Sie ist auch, wenn du da jetzt drauf greifst, nicht so scharf, dass du dir gleich deine Hand aufschneidest. Und dadurch ist sie aber auch nicht so performant oder so leistungsstark, dass man damit wirklich gut sägen könnte. Also ja, nice to have, ist kein Problem, aber ja, soll so sein. Was ich hier bei diesem Kleinen natürlich nicht habe, ist, dass ich habe überhaupt keine Hackwirkung oder keine Hackmöglichkeit. Denn das ist natürlich schon cool mit diesem Konzept hier, mit dem vorderen Teil. Ja. Dass man hier schön arbeiten kann, ja? Dass man hier schön weghacken kann. Das geht wirklich gut und das ist zum Beispiel auch beim Bogenbauen ganz fein. Und da ist mir persönlich, mir liegt dieses T3 viel besser in der Hand als das T1, das natürlich noch einmal mehr Power hat, klarerweise. Schau, ich meine, ja, aber du hast auch massiv mehr Gewicht. Ich gebe da unten den Link auf die ganzen, bei Amazon, schau dir da die Gewichte an. Ich weiß das nicht auswendig und das ist auch irrelevant, aber das geht natürlich mit dem hier super, während man beim T3 halt jo, ein bisschen mehr eine Kraft braucht. Aber so ist die Welt, ja. Das ist halt Vor- und Nachteil. Und für das ist es super. Also ich kenne Leute, also einen Mann, der sich damit einen Bogen rausgeschnitzt hat. So. Und ist eh gut, ja, ist eh gut. Aber ist es notwendig? Nein, es gibt viele andere Werkzeuge, die das auch können. Aber wenn man diesen Stil, diesen Tracker-Stil haben will, dann ist das natürlich auf jeden Fall okay. Was für mich kein sinnvolles Einsatzgebiet hat, ist dieses mittlere hier, ja, dieses Medium. Es ist nicht stark genug, dass man da irgendetwas wirklich vernünftig machen könnte damit. Es ist beim Schnitzen nicht besser als das T3, wobei, wie gesagt, das T3 liegt wirklich schön in der Hand. Für Kleinigkeiten schnitzen kann ich auch mit dem hier sogar, mit dem ganz kleinen, mit dem Mini-Tracker, mit dem Tracker 4 noch besser arbeiten. Also, das ist für mich total sinnlos, mag ich nicht. Das T1, zu schwer, trotz dieser netten Vorteile, aber da nehmen wir Axt mit. Ja, wenn man sagt, okay, du darfst nur ein Tool mitnehmen, nehmen wir Skrammer mit. Ich sag's wie es ist, nehme ich mir ein Skrammer mit. Dieses nette kleine Feature mit diesen Rundungen. Wie soll ich das sagen? Ich suche nach den Worten, ja, nach den passenden Worten. Ich finde die Messer grundsätzlich nett und lieb und okay und super und wenn man das haben will, kann man das auch tun. Aber es ist halt, es kann alles, aber nichts so richtig gescheit. Und wenn ich nur ein Messer mit rausnehmen dürfte, dann wäre es trotzdem das Skrammer. Meiner Erfahrung nach sind die meisten Dinge, die man im Notfall überleben, bei einer Notfallüberlebenssituation hat, ohnehin nicht mit Fallenbau oder sowas. Das ist es ja nicht. Ich muss einmal ein Feuer hinkriegen. Ich muss einmal schauen, dass ich eine Unterkunft habe, dass ich mich zurechtfinde. Das ist es einmal hier. Wenn ich jetzt Long-Term Survival machen will, also so auf Langzeit, und sage, ich darf trotzdem nur ein Teil mithaben, weil es halt so ist, dann sind diese kleinen, feinen Dinge hier mir das auch wiederum nicht wert. Das Einzige, wo ich dann halt sage, da ist dann diese Raspel wieder nett, weil das hat das Skrammer nicht. Aber ja, mit dem, man muss irgendwo einen Abstrich machen. Und beim Skrammer habe ich auch das Gewicht, aber ich habe viel mehr Zug und ist einfach so. Ich mag sie, ich finde dieses Konzept auch spannend und alles, aber als One-Tool würde ich es nicht mitnehmen. Die Herausforderungen, die du da draußen hast, sind ohnehin ganz andere. Also erst musst du mal emotional mit der Sache komplett zurechtkommen. Das ist mal das eine. Und wenn du wirklich länger da draußen bist, da ist dann dein Hauptjob, nachdem das mit der Unterkunft geklärt ist und man sich in der Gegend auskennt. Und gehen wir mal davon aus, wir blenden all die anderen Menschen rundherum aus, die in Mitteleuropa rumlaufen. Sagen wir, ich wäre irgendwo in einem Waldland, wo 1000 Kilometer nichts ist. dann ist mein Hauptjob Nahrung zu suchen. Nahrung zu checken. Und wenn ich Nahrung checken möchte in der gemäßigten Klimazone, dann sind das einerseits Pflanzen. Da gebe ich dir den Link auf meinen Nahrungskurs. Schau dir das an, das ist vielleicht ganz interessant. Und bei diesen, ich muss Nahrung suchen und das sind Pflanzen, aber die habe ich nur eine gewisse Zeit zur Verfügung. Das ist super.
und dann ist nichts. Und daher musst du da draußen Fallen stellen lernen. Du musst Fallen stellen lernen, nicht jagen. Das von mir aus auch, ist lieb und nett. Aber das braucht dir sehr viel Zeit, während eine Falle jagen geht, während ich schlafe oder gerade meine Unterkunft aufbessere oder Feuerholz sammle oder weine, weil ich so allein bin und mir alles am Wecker geht, geht die Falle trotzdem jagen. Und es ist ein Zahlenspiel. Wenn ich 10 Fallen aufstelle, die auch gut funktionieren, aber das muss man üben, das ist nichts, was man aus einem Buch so auf die Schnelle lernt. Wenn ich 50 oder wenn ich 100 habe, dann ist es ein Zahlenspiel. Und wenn ich das mache, dann mag vielleicht diese Raspel hier einen gewissen Vorteil bringen. Aber ich glaube nicht, dass er so groß ist, denn wenn du das Wissen nicht dazu hast oder besser gesagt die Erfahrungen gemacht hast und weißt, worauf es ankommt, dann wird dieses kleine Ausrüstungsteil hier nicht den Unterschied machen. So sehe ich das. Ja, das war's jetzt wieder. Ein bisschen ein philosophisches Video. Und an alle, die mich immer gefragt haben, sind die Messer cool? Ja, sie sind cool. Es hat einen Willhaben-Faktor. Es ist eine Coolness dabei. Es ist wirklich schön. Es ist super. Man kann alles damit tun. Ja, es ist okay. Und jeder, der das hat, ist auch, und ich werde die auch nicht hergeben. Ich mag die und die kommen immer wieder mal mit. Aber wenn ich wirklich nur eins mitnehmen dürfte, es wäre keines von diesen Messern. Und der letzte Punkt, was ein bisschen eine Kritik ist, also jetzt nicht an Tom Brown, ich weiß nicht, wie sehr der da in diese Entwicklungsprozesse dann mit eingebunden war. Ich würde mir wünschen, und ich bin mir sicher, dass Tom Brown das weiß, ja, fürs Feuerbohren, wenn man keinen Feuerstahl dabei hat, sondern nur ein Messer, dann ist das Druckstück ganz entscheidend. Das Druckstück macht ganz viel Unterschied. Und da hätte ich mir, wie ich schon einmal in einem Video gesagt habe, gewünscht, dass hier irgendwo eine Vertiefung wäre für einen Rechts- oder für den Linkshänder mit einem Druckstück. Das würde ich mir wünschen, weil es das Leben einfacher macht, viel einfacher macht. Ist halt nicht da, macht nichts, soll so sein. Und ich arbeite ja auch an meinem Messer und da wird das anders sein. Das war's. Schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst. Hast du das Tracker Knife? Viele haben mir schon geschrieben, sie haben das und sind fasziniert davon und finden es super und es ist auch super und wunderbar. Was ist deine Meinung dazu? Bist du auch der Meinung, dass dieses Mittelteil eigentlich für ein Hugo ist? Was hältst du von der kleinen Variante? Ist dir das T3 oder das T1 lieber? Schreib mal einen Kommentar, das würde mich freuen. Link zu all den Sachen, zu meinem Online-Kurs zum Thema Nahrung, zu den Messern, zu meinem Buch findest du auch unten. Ein Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast, da ein anderes Video zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.